Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und wir sind auf dem Weg ins Phantasialand, beziehungsweise ist das Phantasialand schon links neben uns und wir sind gleich schon da und fahren zum Berlin Parkplatz und wir haben auch nach 5 Uhr abends 33 Grad, bestes Wetter und was wir hier jetzt veranstalten, das seht ihr jetzt gleich. Das erste Mal für mich und auch für dich wahrscheinlich, ne, dass wir das Hotel Lingbao aufsuchen und da treffen wir uns nämlich jetzt gleich. Und es geht heute nämlich für euch mit, also mit, für uns mit euch zusammen zur Hotel ERT auf Taron und Reck in Klugheim. Wow, wow, wow. Wir haben uns jetzt angemeldet hier im Hotel Lingbao und sind jetzt in der Lee River Bar. Das ist halt die Bar und der chinesische Garten, der dazu gehört. Wow, echt richtig, richtig schön und wie schön das Hotel, also auf jeden Fall die Lobby und auch die Lee River Bar sind. Guckt euch am besten jetzt in diesem kleinen Take an, den ich euch einspiele. Viel Spaß. Ja, ab geht's mit der Hotel ERT, die ihr als Hotelgäste hier im Phantasialand bekommt. Und das ihr kriegt dann auch ein Bändchen. Und dann könnt ihr nach Parkschluss exklusiv als Hotelgäste Reik und Taron erleben. Und wir fahren als erstes Reik, der längste Family Boomerang der Welt. Und guckt euch die Aufnahme einfach mal an von dieser nicht zu unterschätzenden Bahn. Also, das Highlight des Tages, die Kamera ist kaputt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, den ich mir vorstellen könnte, als diesen heute, dass die Kamera kaputt geht. Ich bin hellauf begeistert. Und um jetzt ein bisschen die Stimmung wieder zu heben, fahren wir jetzt Taron.
Freunde der Sonne, wir sind jetzt die ganze Zeit Taron gefahren. Mega geile Achterbahn immer noch. Es ist unfassbar. Die ist so mega geil einfach. Mega lang, mega Airtime, mega G-Kräfte, krasse Beschleunigung. Einfach das Setting, das Ganze, die Länge der Strecke. Es ist immer wieder ein Fest, diese Bahn zu fahren. Und jetzt seht ihr hinter uns den Marktplatz von Klugheim. Das ist ja eh so mega schön hier. Und hier werden wir jetzt dann noch ein bisschen zusammen chillen, ein bisschen quatschen. Und was ich noch dazu sagen muss, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das habt ihr gerade bei den Raik-Aufnahmen gesehen und das habt ihr auch bei den Taron-Aufnahmen gesehen. Die On-Ride-Videos auf Raik und Taron haben wir in Zusammenarbeit mit dem Phantasialand gemacht. Offiziell dürft ihr keine On-Rides machen, wenn ihr hier im Park seid, mit gar nichts. Mit keiner GoPro, mit keiner Befestigung, mit nichts. Das geht nur zusammen mit dem Park selber, der die GoPros festschraubt an bestimmten Stellen. Und das geht auch nur nach Parkschluss und nicht mit normalem Besucherbetrieb. Nur, dass ihr Bescheid wisst und nicht jetzt denkt, ihr könntet auch irgendwie einfach mal ein paar On-Rides machen. Das muss einfach mal dazu gesagt werden. Und ihr habt auch ein paar Archivaufnahmen gesehen, weil, wie gesagt, die große Kamera kaputt gegangen ist. Bestes Timing. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend hier, aber ich werde euch natürlich weiterhin für diesen Abend hier mitnehmen und begleiten. Was gehört zum belebten Treiben auf einem Dorfplatz wie in einem Örtchen wie Klugheim dazu? Natürlich ein deftiges Abendbrot. Und das gibt es hier mit der, wie heißt die, Vespa-Platte? Boah, es riecht schon so geil. Die Wespen und die Bienen, die freuen sich alle darüber. Sind die Bienen kostenlos dazu? Ja, die kannst du auch essen. Der Rest gehört dazu, Leute. Das ist die Wespenplatte. Genau. Oh, es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Damit ist unser Gästen auch nicht so unangenehm, wenn die sich wehren, dann können wir das so schon. Wir setzen uns bei uns ins Büro. Es war mega schön und auch einfach jetzt hier so die Dämmerung in Klugheim ist so mega pretty. Und wir gehen jetzt und schließen hinter uns mal ab. Genau, schön gecheckt. Hat's Po angefasst. Er hat das Po angefasst. Und da oben ist ein Spiegel drauf. Da oben ist eine Mitte. Ja. Und eure Aufgabe ist jetzt herauszufinden, warum da oben ein Spiegel drauf ist. So, bitte. Mein Kanal baut auf. Die Antwort von den Zuschauern. Sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Mehr mag ich nicht. Ja, Freunde, das war es auch schon aus Klugheim im Phantasialand. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, die Sonne geht unter, was auch sehr pretty immer aussieht, wie ich finde. Und super cooles Event, super cool gemacht, sehr geil vom Park, dass sie sich da jetzt auch mehr drauf konzentrieren wollen, halt auch mit Bloggern und also Social Media mäßig mehr zu machen. Super coole Gespräche geführt, super coole Leute kennengelernt und uns hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Die Hotel-ERT, ich kann es euch halt einfach wirklich dann wärmstens empfehlen, das dann auch mitzumachen. Erstmal, also wir haben jetzt das erste Mal auch ein Hotel von innen gesehen. Die sind halt so richtig krass, richtig nice. Dann habt ihr den ganzen Park und ihr könnt dann abends so richtig special VIP-mäßig als Hotelgast diese ERT mitmachen und könnt ohne Anstehen die beiden neuen Top-Achterbahnen fahren, was sich mehr als übertrieben lohnt. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr alles in Phantasialand so machen könnt, verlinke ich euch am Ende natürlich den Parkcheck zum Phantasialand. Und bevor wir das Video beenden, und es ist auf unserem Kanal, weil wir ja jetzt richtig Blogger sind, ein Haul! Denn wir haben eine Tüte geschenkt bekommen vom Phantasialand. Also wir haben nicht nur eine Tüte vom Phantasialand geschenkt bekommen, sondern diese ist auch gefüllt. Und Uschi macht jetzt ein Haul, weil du bist ja auch ein Mädchen. Das ist echt nice. Also wir haben hier eine... wenn du jetzt den Mund hinter der Tasche raus... Laptop-Tasche. Also, oder Tablet? Nee, ich denke mal eher ein Laptop schon fast, oder? Tablet.
Deiner passt aber nicht rein. Deiner passt da, glaube ich, nicht rein. Ist aber aus, als wäre cool. Aber so ist richtig nice. Ist aus, ja, so Filz. Aus Filz, genau. Hier vorne haben wir das Logo von Taron. Swatch das mal. Sag mal, die Disco-Kugel mal weg. Geht das? Ja, das geht. Ich kann nicht sehen, ob ich das filme. Hier, da hinter dem Band. So, man kann das Band dann auch öffnen. Also, ne, das ist jetzt auch nicht so, so Filz, weil es halt jetzt irgendwie günstig ist, sondern weil es halt zu diesem roughen Style von Klugheim passt. Also ich habe das ja schon, als wir in Gutmanns Taverne gespeist haben, als wir das letzte Mal im Park waren, gesagt, ey, diese Atmosphäre und das Essen, so, das, ey, du fühlst dich wirklich, als ob du da wohnst. Also ein Klugheim-Hotel, das wäre auch richtig krank. Aber, also man ist wirklich in einer anderen Welt, so empfinde ich das auf jeden Fall. Hier öffnet man das mit so einem Klettverschluss. Ist da noch was drin für uns? Und zwar einmal, Moment, ich sortiere mich kurz, so ein kleiner Pappumschlag von Klugheim, den man so öffnen kann. Da ist dann nochmal so ein das Promo-Bild, womit die auch immer geworben das haben. Artwork. Das Artwork, genau. Artwork, yeah. Und dann ein kleiner Text zu dem Dorf. Und zu den beiden Attraktionen, die da drin sind. So, dann ist da noch ein ganz dickes Buch drin. Die Geschichte von Klugheim. Von Visionen, Leidenschaften und Herausforderungen. Also komplett der Aufbau, die Klamotten, das Essen, alles was dazugehört. Wie das gestaltet wurde, die ganzen Details, was die bedeuten und alles. Hier zum Beispiel Symbole und sowas. Also richtig aufwendig auch gestaltet und während des Baus schon die ganze Zeit immer hinterher gewesen, damit die halt sowas machen können. Ne? Ja, wo gefertigt wurde, wer was gemacht hat, warum, was, wie gemacht wurde. Es, zum Beispiel liegen da nicht einfach nur irgendwelche Pflastersteine, sondern es hat schon sein Grund, warum da bestimmte Steine verlegt wurden auf dem Boden. Und oder eben mit den Pflanzen und sowas, warum die gewählt wurden und genau, dass es halt alles auch durchdacht ist und das ist hier halt drin erzählt. Und last but not least ist sehr drin USB-Stock. Aber der ist richtig massiv das ist und schwer. Auch, damit kann man auch normalerweise Vampire töten. Oder Menschen erschlagen. Da steht hier Klugheim drauf. Und es ist eben so ein USB-Stick. Also was man halt sieht, der ist wirklich massiv und schwer und stabil. Das ist kein Plastik, ne? Also das ist Metall hier. Ja, wie Sebastian alles gesagt hat, ne, wenn du auf einer Holzachterbahn da mal ein paar Bolzen fliegen gehen kannst, den da reinrammen unterwegs, dann passt. Also wirklich Wahnsinn. Ja, aber echt cool, nochmal vielen Dank an alle vom Phantasialand, die das möglich gemacht haben und die sich auch so offen uns gegenüber gezeigt haben, sage ich jetzt mal. Und, ne, also ihr könnt auch Videos von uns gucken, bevor wir das gemacht haben heute. Wir haben das Phantasialand schon immer so bewertet, wie wir es jetzt bewerten. Und unsere Meinung ist nicht gekauft. Das wird uns ja auch gerne mal unterstellt. Denn, ja. Das bringt eh nichts. Aber ich kann es euch echt nur empfehlen. Super cool und super nice. Und wie gesagt, macht keine On-Rides. Die sind vom Park gemacht worden, die wir jetzt haben. Mit uns zusammen. Mit den Kameras vom Park. Und deswegen nur, dass ihr das nochmal gehört habt von mir. Ja, wir hatten eine Sondergenehmigung. Das gibt es nicht für jeden, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass ihr denkt, wenn die das machen, können wir das auch machen. Ne? Also, ja, also ich hatte das eben schon mal erzählt, nur da ist ein bisschen Musik im Hintergrund, damit man es auch jetzt nochmal in Ruhe gehört hat. Und ja, wie ihr am Anfang gesehen habt, Hotel geil, Klugheim geil, Essen geil, Achterbahn geil, Hammer. Also das ist wirklich, da kannst du deinen Kurzurlaub verbringen und bist glücklich damit, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten war es das jetzt von unserer Stelle und von unserer die Skara-Klugheim-Mission. Wir fahren jetzt nach Hause, gehen ins Bett, träumen von Klugheim und einer schönen Zeit. Bleibt neugierig, abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Eure Uschi und euer Bro ist right with you. Video-Magazin.